zum Abschluss des Tages nochmal bei Rain angelangt, die für mein Empfinden nach zumindest mich überrascht haben, dass sie heute ein neues Audio-Interface vorgestellt haben. Ging schon ziemlich zeitig los, kurz nach 10 hat man uns zur Pressekonferenz eingeladen und neben mir steht der Louis von Rain Deutschland und er kann mir ein bisschen was zum SL2 erzählen. Ja, SL2, du hast es schon verraten, die Katze ist aus dem Sack, here we go, hier ist das gute Stück. Was man gleich bei der SL2 sieht, ist ein viel kompakteres Gehäuse, die ist viel besser verarbeitet, viel dünner verarbeitet. Wir haben nicht mehr so viele Anschlussmöglichkeiten, das heißt die Through-Anschlüsse sind weggefallen. Wir gehen also direkt an die Box und können halt per Switch-Schalter schalten, ob wir CDs oder Phono-Eingang wählen. Dazu haben wir noch die Erdungsschraube hier und gehen ganz normal in den Mixer mit unseren ganz normalen Outputs. Das Besondere an der Box ist, dass es jetzt auch generell von Scratch Live für alle Boxen Audio und Coil Driver gibt. 24-Bit-Wandler ist verbaut in der Box, also ist ein wesentlicher besserer Sound. USB 2.0, also eine schnellere Datenübertragung. Das Kensington-Schloss ist soweit auch bekannt aus der SL1 und die SL2 löst somit die SL1 ab. Okay, ist das dann so euer Konkurrent zu Traktor Duo? So habe ich das ein bisschen heute früh aufgefasst, kann man das sagen? Weil ist ja von der Soundkarte her vergleichbar, ne? Wir sehen uns nicht so als Konkurrenz. Ich sehe einfach mal so, dass Rain steht immer für innovative und professionelle Produkte. Und bei Rain ist es halt auch wirklich so, wir achten halt wirklich auf den Consumer, auf unsere professionellen DJs. Wir wollen immer dem professionellen DJ das Maximum geben, halt für seine Performance. Und wir sehen uns da in keiner Fall jetzt irgendwie mit Traktor in irgendeiner Konkurrenz oder irgendeinem Schachzug oder sowas. Das war eurer Ansicht nach keine Reaktion auf Traktor Duo, was jetzt vielleicht mal fällig war, das ist so ein günstigeres Produkt, weil es macht für mich so den Anschein, das würde man jetzt so den Einsteiger damit ansprechen, beziehungsweise den DJ, der einfach die ganzen Features von der SL4 nicht braucht, oder? Okay. Also wir müssen dazu sagen, dass Rain und Serato vor 7 Jahren ein hervorragendes Produkt auf den Markt gebracht hat. Das war die SL1 und nach 7 Jahren wird es halt auch mal Zeit, dieses Produkt abzudaten. Wir sehen das als Update und nicht irgendwie als Ersatz. Und dafür ist die SL2 halt hier. Das ist das Update der SL1 und somit wird es halt weitergehen. Und ja. Okay. Willst du mir noch was zur SL4 sagen, in Abgrenzung dazu? Also wie gesagt, die SL2, die unsere Neuheit hier, erst heute vorgestellt worden und seit Januar bekannt, die SL4, ab sofort auch auf dem Markt erhältlich. Was ist Besonderes an der SL4? Wir haben 2 USB-Ports mit 2.0 Highspeed. Sprich, es können sich 2 DJs an diese Box klemmen und die können parallel zusammen und übergangslos ihr Set performen. Die SL4 hat momentan die meisten Eingänge von allen unseren Boxen, sprich wir haben 4 Eingänge, wo wir eine Variation aus CD-Playern und Schallplattenspieler anschließen können und separat nochmal ein Aux-In und ein Aux-Out. Wir können die Sample Rate einstellen an der Box mit 48 und 96 kHz. Zum Netzteil sage ich jetzt mal nichts, das ist immer dabei, der Standard. Und unsere Erdungsschraube. Hier vorne sieht man nochmal, dass man die Dip-Schalter hat, von der SL3 auch bekannt, wo man sagen kann, okay, welches Signal route ich denn jetzt in den Box hinein? Also die beiden USB-Anschlüsse, was ja so eins dieser Hauptfeatures ist, was ja auch kein anderes DVS-Interface bis jetzt hat, löst damit das Problem, dass früher war das ja ein bisschen, musste man so ein bisschen tricksen, ne? Da konnte man sich durchschleifen durch die Box, wenn man mit zwei Boxen arbeitet, hat das Feld jetzt absolut weg. Ich sag dir, wie die Sache entstanden ist. Und zwar Rain Serato hat einfach die DJs gefragt, was wollt ihr? Oder besser gesagt, was ist denn für euch das Optimale, was ist das Beste? Und die DJs haben gesagt, okay, das Beste wäre, wenn es eine Box mit 2 USB-Ports geben würde. Und das ist die Antwort halt von Rain und Serato. Eine Frage habe ich noch zur SL2, die ist mir leider erst jetzt eingefallen. Wie sieht es denn preislich aus? Wo habt ihr die Karte positioniert? Die SL2 wird ein bisschen billiger werden als die SL1. Wir sind so ungefähr bei 499 Euro. Die SL4 bewegt sich bei 899 Euro. Okay, das waren meine Fragen. Vielen Dank für das Interview. Danke.